Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 29. August 2024, 19.18 Uhr, hier auf Wonder. Es heißt ja, dass Carlson auf Wonder Urlaub macht. Juhu! Ihm gefallen unsere Insekten so sehr. Wenn ihr welche habt, teilt sie mit ihm. Er freut sich sicher sehr. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Money, money, money. Ich will gar nicht wissen, wann ich letztes Mal auf mein Konto geguckt habe, weil ich bin da ja... Ich gucke nicht so oft auf mein Konto, um ehrlich zu sein. Ciato! Goldmakrele habe ich immer noch nicht. Weiter angeln! Okay. Wird erledigt, Chef. Moment, wir müssen uns noch umziehen gehen. Dum, 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 dum. Und was gönnst du dir alles diesen Monat von dem frischen Geld? Also ich werde mir nächsten Monat auf jeden Fall gönnen Final Fantasy 16 für den PC. Genau, ich bin nächsten Monat noch im Urlaub. In November gehe ich mit Nabo und noch einem anderen Kumpel nach Teneriffa. Das wird cool. Und was auch cool ist, ich treffe eine Kollegin in... bisschen was aufs Sparbuch, bisschen was ins Depot. Gucken, wie teuer der Urlaub wird. Oh, wo gehst du hin in Urlaub? Gehen wir zusammen irgendwo in Urlaub? Ich habe ein Rosenkleid an. Das. Ich habe eine rote, und zwar eine verdammt große Schleife. Ich habe auch also eine automatische. Ah, stimmt, das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Düp, düp. Katsching! Wer hat hier eigentlich das Licht ausgemacht? So. Ich würde sagen, wir starten mit... Ihr wisst, glaube ich, womit wir gleich starten werden. Carlson, dich brauchen wir später ganz, ganz, ganz viel. So. Nintendo. Katalog. So. Ein schönes... Oh, guck du mal! Hey, wie geil ist das denn? Wir nehmen das. Oder nehmen wir das in braun? Oder in grün? Grün, oder? Das habe ich definitiv noch nicht. Nikaro. Nee. Gut. Haben wir schon alle Roboterantennen? Tatsächlich nicht. Sollen wir da auch die rote, die grüne nehmen? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. So.
Tsching. So, perfekt. Dankeschön. Bis bald. Und was gab's bei dir heute Schönes in der Schneiderei zu kaufen? Oder bei euch? So. Ich habe eine Kurumi-Strumpfhose. In real life. Wir holen uns heute eine Designerschaufel. Gucken wir mal nach den Rübenpreisen. Boah, ist das schlecht. Aua, das tut ja richtig weh. Oh, oh. So, Rübenpreise hier. 3,8. Upsa, 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 upsa. Nichts. So, dann gucken wir mal, ob wir schon alle Items hier haben. Ein Item, ein neues Item können wir ja auch kaufen. So, alles suchen. 3 Rad. Ein Dreirad haben wir schon, aber ich weiß gar nicht, in welchen Farben. Aber wisst ihr was? Dann holen wir uns jetzt einfach das Dreirad und färben das heute einfach mal in allen Farben. Dann haben wir auch alle Farben. Wie krass ist das, oder? K-L-U-K. Dann holen wir uns hier noch Färbe im Gestaltungsset. So. Was ist das für eine Katzi? Klug. Ey, das gibt's wirklich! Wie geil ist das denn? Eine Katze mit Klug? K-U-K? Ich brauche auch einen Vogel, der klug ist. Barry, bist du K-L-U-K? So. Gut. Oh, guck mal, Marianne ist Eis. So, money, money, money. Guck mal, hier wird auch gerade gechillt. Sehr schön. So. Baumsetzling. Erster Tag, 50 Bonusmeilen. So, was holen wir uns? Wir holen uns wie jeden Tag Meilentickets. Seattle ist online. Ja, ich habe jetzt eine Kurumi-Strumpfhose geschenkt bekommen. Ja. So. Okay, Leute. Es gibt jetzt leider gleich eine kurze Unterbrechung. Ihr könnt eure Getränke auffüllen. Mein Charakter tanzt für euch, wenn ich es finde. Da. So. Und. Warte, ich zeig sie dir. Kurumi-Strumpfhose? Yeah. Ja, Seattle ist toll. Und nicht nur das, er hat mir auch Kurumi-Sticker geschenkt. Ein Glitzerblush. Was war noch? Da war noch irgendwas. Oh Gott, ich bin so vergesslich. Nimm es bitte nicht persönlich. Glitzerblush. Dankeschön. Ich weiß es nicht mehr. So,
brauche ich noch ein neues Getränk oder? Nee. Cheers, Leute. Bis gleich. Der Glitzerblush liegt übrigens schon im Badezimmer. Den habe ich schon benutzt. Und Loops hat er mir geschenkt, damit meine Vögel nicht so laut sind. Oh, da bin ich wieder. Oh! Es wird nach meiner Anwesenheit gefragt. Was hältst du davon, gemeinsam bei mir daheim zu relaxen? Hab heute nichts vor und ist frisch durchgesaugt. Das ist auch gerade nicht so gut. Soll ich das Timing? Kein Ding, könnt ihr jederzeit nachholen. Hallöchen, Philipp. Soll ich den Flughafen aufmachen? Was sagt denn dein Rübenpreis? Oder habe ich es verpasst? Angesichts der Uhrzeit nehme ich an, dass Marcel schon gespeichert hat. Nope. Aber ich weiß deinen Preis doch gar nicht. So, wegpacken. Discord. Rübenpreise? Ja, das ist ein akzeptabler Preis, den wir schon mal mit einkalkulieren könnten. Sollen wir das zuerst machen? Dann packe ich gerade mal alles weg. Oh shit. Gut. Gibst du mir Dodo? Achso, wir haben ja Freunde. Wow! Ich hab ein Fossil. Da weiß man. Offen ist. Kuro, ich habe mich übrigens nicht getraut, deinen Post zu reposten, weil meine Karte im Gegensatz zu den anderen Karten so langweilig ausgesehen hat. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir eine schönere Postkarte zukommen lassen. Das ist halt nur eine Urlaubskarte. Muss mal auf Kofi dann vielleicht doch individuelle Selfie-Karten bereitstellen. Das stimmt, das ist... Ja, aber dann eine, wo mein Gesicht mit drauf ist, so wie bei den anderen.
so eine Madrid-Karte sah komisch aus dazwischen drin bei so vielen hübschen Streamerinnen. Also ich schick dir irgendwann ein Unikatbild, nur hängst das einfach über meine Postkarte. Dankeschön. Ja. Zu viele, definitiv zu viele. Bin ich ultra anstrengend. Was erwartest du? Schlecht oder gut? Aber ich habe doch Entscheidungsschwierigkeiten, das weißt du doch selbst. Okay, liebe Leute, ihr dürft bestimmen. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass Kuro von mir... Was war die Frage eigentlich nochmal? Von mir hält. Nee. Denkt. Spult bitte zurück und sucht euch die Frage selbst aus. Kuro hat mich durcheinander gebracht. Goldfisch. Weil ich vergesslich bin. Oh, Marianne hat ein Eis. Ich würde so gerne dran lecken. Okay. An dem Eis. Und Marianne, dann kommen wieder eure komischen Tentakel-Fantasien durch. Wir fliegen übers Online-Spiel. Gibt es Tentakel-Eis? Na. Companion Dude ist wahrscheinlich eh schon abgezischt. So, per Freundesliste nehme ich an, ne? Wir fliegen nach weit weg. Ab in den Urlaub. Tentakel-Eis. Kentucky-Eis? What the fuck? Alles gibt, Leute. Okay, lassen wir das. So. Ich will gar nicht wissen, was mein Handy eigentlich von mir denkt. Über die Ebene bin ich schon hier aus.
um bei euch zu verkaufen. Gotcha. Money, money, money. 620.000. Ching. Bing. Ding, ding, ding. So, Siato. Hallo, Halsiges. Danke dir, dass ich meine Rüben bei dir verkaufen durfte. Hier ist dein Anteil. Wo bist denn du eigentlich? Wen hast du eigentlich gerade alles als Bewohner? Nein, stopp, 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 wir spoilern gerade. Falsch rum. Sind bei dir auch ein paar Blumen explodiert? So. Ich hab sie auch gerade gesehen. So. Du hast Marius, Senta, Zara, Kim, Konrad, Klaus, Annalena, Olivia, Christen und Tim. Mein Spruch ist auch kaputt. Egal. Moment, und was ist das da? Ist das dein Haus? Du bist doch schon viel weiter, oder? Dein Haus, nee, dein Haus ist drüben. Ist es ein zweiter Charakter von dir? Ah, es gibt mehrere Poster. Oh, wow. Krass. War ein zweiter Charakter. Wieso war? Ist er gestorben oder was ist mit ihm passiert? Guck mal, dann ist bei der Charakter hier noch ein Umgestaltungsset und hier noch irgendwas. War ein Experiment. Experiment gescheitert oder erfolgreich? Nicht. Oh, schade. Ein paar Stufen nach oben gekommen. Was ist das da eigentlich? Cool, guck mal, das Ding kann fliegen. Wusstest du das? Da ist ein Loch. Warte, wir kriegen es noch irgendwann hin. Hi! Sehr schön. So, dann danke, dass ich meine Rüben bei dir verkaufen durfte. Ich, wenn ich den Flughafen finde, widme ich mich wieder den Heimweg. Dankeschön. So. Dankeschön, Patsy. Wasser marsch. Cheers.
Achso, okay, gut. Ich nicht. Ich will von weit weg wieder nach Hause. Nö. Ich weiß nicht mal, was das für Dinger sind. Limettenolivenöl. Du? Du bist ja schließlich schon weiter als ich. Das war mein Knie. Ja, aber ich kenne die Dinger ja. Die gab es ja vorher noch nicht. Ich glaube zumindest, weiß ich nicht mehr. Patsy, wie geht's dir? Irgendwie kann ich mich heute nicht darauf einigen, wie ich mich hinsetzen möchte. Das ist super schlimm. Sternschnuppe! Ich habe sie gehört, aber dann war sie schon wieder weg. So. Jetzt erstmal Money. Juhu! So. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir mal auf die G13-Taste. Und ihr dürft gerne eure Berries setzen. Was überlegst du? Dankeschön. Oh, wie süß. Du hast einen Skorpion gefangen. Krass. Glückwunsch. So. 1000 gegen 1000. Oha. Sind hier heute Reiche unterwegs. Okay. So, ich würde sagen, auf die Plätze. Oder sollen wir noch kurz warten? Stimmt. Ich muss heute ganz viele Insekten verkaufen. So, dann auf die Plätze. Fertig. Los. So, verdiene Sternis durch Verkäufe. Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Stoße Felsen an. Verkaufe Obst und gestalte Dinge um. So, verkaufe Obst und gestalte Dinge um. Ach so, ich hatte... Oh. Erstmal durch die Luft. So. Verkaufe Obst. Andersrum. Mein Charakter muss immer die Kleider anziehen, die ich anhabe.
wenn du Channel Points ausgeben möchtest, kannst du meinen Charakter auch ein anderes Outfit anziehen. Dann gib einfach so eine Stilrichtung ein und dann suche ich mir was Schönes zusammen. Jetzt holen wir uns das Dreirad wieder raus und Umgestaltungsset. So, rausholen. Oh, jetzt habe ich das Dreirad sogar doppelt. So. Dann verkaufen wir die auch, weil ich brauche eigentlich kein Dreirad. Also ich wüsste nicht, wohin, dass ich jetzt ein Dreirad stellen sollte. So, Umgestaltungsset. Hallo! Papsi, vielen lieben Dank für dein Wein! Hallöchen, Protoss. Wie geht's euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Du hast dein Schlafzimmer, glaube ich, umdekoriert, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? War natürlich wieder brav im Blog. So. Ups. Hi. So, also. Dann. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Hallo und herzlich willkommen. So. Moment, mein Charakter tanze kurz für euch, weil ich gerade nicht tanze. So, Slash, schaut auf. Wann sehen wir uns eigentlich wieder? So. Und, Leute, da oben ist so ein Herzchen. Wenn es bei euch noch nicht grün ist, so wie bei mir, dann müsst ihr einmal draufdrücken. Du hast noch nichts gegessen. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen guten Appetit. Ja, da war ich auch nicht. nee, warte, ich wollte alles umgestalten. So. Nein, Moment. Hä, was wollte ich machen? Umgestalten, oder? Wieso kann ich das Dreirad nicht umgestalten? Das ist ja Betrug. Hä? Oh Mann, oh. Ich hab gedacht, ich kann jetzt das Dreirad umgestalten. Okay, dann nehmen wir den Apfelstuhl jetzt. Umgestalten. Geht der Apfelstuhl? Ja, der Apfelstuhl geht. So, wir wollen nämlich in Animal Crossing so gut wie alles auf 100% bringen. Ob das möglich ist, wissen wir nicht. Aber, naja. Solange es kein neues Animal Crossing gibt, nutzen wir dieses noch aus. So, Apfel. Ja, ich habe natürlich einen Apfel. Apfelstuhl. Wo ist denn mein Apfelstuhl? Hier. So, habe ich das Rezept für den Apfelstuhl? Wahrscheinlich. So, es gibt den in grün. In Rot. So, in Rot haben wir den ja schon. Jetzt machen wir den noch in Grün. Und dann kann ich beide als abgehackt markieren.
Tada! So, genug fürs Erste. So, wir haben... das haben wir erledigt. Was können wir denn noch umgestalten? Nee, nicht wegpacken, rausholen. Und Leute, heute machen wir auch ganz viel Platz im Lager. Bei Carlsson ist da und da verkaufe ich sämtliche Sachen. So, den Dinerstuhl. So, dann gucken wir mal. So, jetzt suchen wir da oben. Ah, ups. Abbrechen. So, Diner. So, Diner Barhocker. Diner Esstisch. Diner Stuhl. So. Oh mein Gott, gibt es den in viele Farben. Wir gucken mal, welche wir dann herstellen können. Also bei uns war der ja jetzt. Ne, wir können den Diner Stuhl auch nicht umstellen. Why? Bei uns war der in rosa, ne? Gut, dann hake ich ihn einfach mal in rosa ab. Hm. Gut. Rausholen, was können wir denn noch? Den Wäscheständer. So. Aha, den Wäscheständer gibt es in 4 verschiedenen Varianten. So, also wenn wir den jetzt nicht umgestaltet kriegen, ne? Umgestalten. Hä, wieso kann ich nicht mal den Wäscheständer umgestalten? Why? Reiskocher. Das gibt's doch nicht. Stäbchen Duftspender. Hä, warum kann man denn so wenig umgestalten? Ich verstehe es nicht. Mache ich jetzt meinen Apfelstuhl einfach wieder auf Rot. So. Genug fürs Erste. Das war ja erst richtig komisch. Ich dachte... Könnte man irgendwie mehr machen. Verstehe ich nicht. So. Gut. Wegpacken. Pack mal die ganzen Sachen wieder ein. Zumindest was reinpasst. Ihr müsst ja mein Inventar ist gleich wieder voll. So, dann verkaufen wir... Oh, sorry, Bettina. Kaufen wir die Äpfel und die Birnen. So. Gleich? Nein, jetzt. Ja. Passiert.
Beispiel was verkaufen. Oh, 7545. Perfekt, nehmen wir. Gotcha. So. Gut. Dann machen wir aber gleich ganz viel Platz in unserem Lager. Weil wir verkaufen sämtliche Insekten an Carlson. Nehmen mal den Schrank mit. Gucken, wo wir ihn eingesperrt kriegen. Du bist nicht Carlson. Hi Carlson. Nein, bleib da stehen, bitte. Nein, bleib da, 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 da. Ja. Nein, 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 Carlson, Carlson, wieder zurück, zurück, zurück. Ey, der ist einfach rausgelaufen. Bleibst du da jetzt stehen, bitte? Hey, bleib hier stehen! Hallo, Carlson! Jawohl! Gut! Das machen wir so. Jawohl! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt ganz radikal. Weil wir haben ja echt viele Sachen. So. Rausholen. Lebewesen. Ein cool Weißling behalten wir. Da haben wir definitiv das Modell. So, warte mal, da gehe ich jetzt wieder in die andere App. Wo ist sie eigentlich jetzt in beiden? Modell. Genau. Den Zitronenfaltermodell haben wir auch. Den Schwalbenschwanzmodell auch. Aber wir haben schon wieder so viele Schwalbenschwänze. So, Ritterfalter. Ha, mir fehlt noch ein Ritterfalter. Kolibri. Kolibri-Falter haben wir definitiv schon. So, weiße Baumnymphe. Ja, haben wir auch. So, Japan-Schillerfalter. Haben wir auch. Normalen Himmelfalter. Haben wir auch. Den haben wir auch, aber einmal wollen wir den ja behalten. Ein Vogelfalter. Aha, haben wir noch nicht. Wir brauchen noch Vogelfalter. So, Motte haben wir definitiv. Atlasspinner. Ja, den hatte ich doch letztens sogar doppelt, ne? Oder heißt irgendwie Mega-Atlasspinner oder sowas. Ja. So, den Regenbogenfalter. Regenbogen. Aha. Wir geben mal Regenbogen. Mhm, der fehlt uns noch. So, und davon haben wir auch drei. Okay, wir geben den Regenbogenfalter ab.
So, dann Nasenschrecke. Haben wir. Tasche ist voll. Tja. Wegpacken. Oh, guck mal, ich habe schon wieder 30 Plätze frei. Ausholen. So. Wandlerschrecke. Modell. Okay, die fehlt uns noch. Heuschrecke auch. Grashüpfer. So Leute, dann liegen bei einer Kuh. Der Regenbogen fällt auf. Ah! Sorry, ja, ich ändere meine Meinung. Erstmal den Kunstauftrag. Den Regenbogenfalter, so. Gut, und jetzt verkaufen. So, hier ein Insekt. Ein Insekt. Wieso kann man nicht die ganze Tasche auf einmal verkaufen? Wo ist das DLC für Animal Crossing? So. Ja, das nehmen wir noch. So, dann rausholen. Genau, wir waren jetzt bei den Grashüpfern. Okay, bei den Grashüpfern brauchen wir auch mindestens 3 noch. Grille, Singgrille, Gottesanbeterin. Wir müssen definitiv echt mal mehr machen lassen. Biene, Wespe, Traumzikade, Zikade, Riesenzikade. Bergzikade, Abendzikade, Zikadenlarvenhauch, Feuerlibelle, Königslibelle. Wasserjungfer, Leuchtkäfer, Maulwurfsgrille, Wasserläufer, Schwimmkäfer, Riesenwanze. Stinkwanze. Gesichtswanze. So.
So. Übrigens für die erste Tasche. Tada! Zweite Tasche. Für den Raid gibt's noch. Nehmen wir auch. Kaching. Ablegen. So, rausholen. Gesichtswanzen, genau. Habt ihr schon das Gesichtwanzenmodell? Ringkäfer, Sandlaufkäfer, Prachtkäfer, Geigenkäfer, Fichtenbock, Alpenbock, Blaurüsselkäfer, Mistkäfer, Goldmistkäfer. Japan-Rosenkäfer. Oh Gott, davon haben wir echt einige. Goliath-Käfer, Sägezahn-Hirschkäfer, okay, von denen haben wir auch einige. Oh Leute, wir haben danach bestimmt wieder monatelang Ruhe mit unserer Tasche. Inventar. Ach, wo ist der jetzt schon wieder hin? Bleib doch gefälligst stehen, wenn ich dir Sachen weggaube will. So, hier. Zack. Nächste Tasche, die ich gerade verkaufe. Ich glaube, für den Japan-Rosenkäfer gibt es nicht so viel, aber wir nehmen, was wir kriegen. 20. 32, okay. Nee, nicht wegpacken, rausholen. Oh, habt ihr es gesehen? Wir haben schon wieder 200 Plätze frei. So, Sägezahn hier. Sägezahn hier. Warum machst du dir überhaupt die Mühe dafür? So, es sind noch drei Hirschkäfer. Dankeschön. Du bist viel zu lieb zu mir. Wir müssen irgendwann auch wieder Fake Farm weiterspielen, ne? Wie viele Hirschkäfer? Prachthirschkäfer. Hi Korb! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, Tasche ist voll. Ich mache gerade ganz, ganz viel Platz in meiner Tasche, damit ich nicht in jedem zweiten Stream rumhole, dass mein Lager voll ist. Und gleichzeitig verdiene ich ein bisschen Taschengeld.
Und gleichzeitig versuche ich Community Points abzubauen. Zack, nächste volle Tasche. Okay, hier schätze ich jetzt aber nicht mit mehr als 15.000. Ja, genau! Bleib da sitzen und sperr Carlsson ein. Was? 111.000? Ja, okay, nehmen wir. Okay. Money, money, money. Nein, nichts wegpacken. Meine Tasche ist doch leer. Da kann er doch automatisch sein. So, wir waren bei... So, den da. Nashornkäfer. So. Korbsdealer, wie geht's dir? Was hast du heute so Schönes gemacht? Hast du heute einen Nashornkäfer gesehen? Käfer, Elefantenkäfer, Herkules, Stabschrecke, Blattschrecke, Sackträger, Einsiedlerkrebs. So, Mega Exotica, eine Mücke, Floh, Schnecke, Kugelasse, Hundertfüßler, Spinne, Vogelspinne, Skorpion. So. Bin ich ein Käfer? Was bin ich für ein Käfer? Bin ich ein Prachthirschkäfer? Und noch eine Tasche. So. Oha, 300 haben wir verdient. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, ich rechne das Bauch jetzt nicht nachrechnen. So. Rausholen. Jetzt holen wir wieder unsere ganze Grimmschkramstor raus. Aber jetzt haben wir auch endlich wieder Platz. So, wir brauchen eine Schleuder. Gehen wir morgen mal auf die Profi-Sachen. Profi-Schleuder. Wir brauchen einen Kescher. Profi-Kescher. Wir brauchen eine Schaufel, nee, eine Angel. Profi-Angel. Wir brauchen eine Schaufel. Profi-Schaufel. Wir brauchen eine Steinaxt. Eine Goldaxt. Und eine Goldkanne. Zudem brauchen wir für Raid Follows Saps. Whatever. Das hier. Und eine Stoppuhr wäre nicht schlecht.
Oh, wir sind auch schon wieder eine Stunde lang schon stehen. Krass. Wie kommt man denn hier bitte eigentlich nach ganz unten hin? Oder warte mal, was wird hier zuletzt verwendet? Muss doch mit meinem Taucheranzug weit oben sein, oder? Jawohl, ja. So. Gut. Den Apfelstuhl, den verschenke ich. So. Hey, guck mal, sogar fast meine Lieblingsreihenfolge. Wer wohnt hier? Boris, oder? Sollen wir Boris einen Apfelstuhl schenken? Und der schläft gerade. Ich hatte einen wunderbaren Traum von. Genau, weiß ich nicht mal, was war toll. Hi, Boris. Bitte schön. Ja. Du kriegst einen Apfelstuhl. Ach du dicker Tiger, ein Apfelstuhl. Sauber. Ich hab mir gerade selbst überlegt, sowas anzuschaffen. Damit werde ich bei Gelegenheit meine Bude etwas hübscher gestalten. Ich hab nicht gern Schulden. Also revanchiere ich mich mit einer Zeitungsjungenmütze. Dankeschön, I guess. So, hallo Kleines, was gibt es denn? Lass uns quatschen. Mal abends unter freiem Himmel essen, Sterne bewundern. So was ist der Campingkocher wohl gedacht, nehme ich an. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, ihn zu benutzen. Ich mag Boris. Ciao, ciao. So. Wegpacken. Oh, hier fast 200 Plätze. So, liebe Leute, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.